Es ist Montag und das ist der Start in meine Woche. Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Dieses Mal zeige ich euch auch mal so ein paar reale Seiten. Ich glaube, das ist so unglaublich wichtig. Ich hatte gestern Abend mein letztes Video beendet und euch erzählt, dass es mir nicht so gut geht. Mir geht es heute auch immer noch nicht besser. Ich habe sehr, sehr dolle Heuschnupfen und nehme auch Tabletten und alles Mögliche dagegen. Aber es zieht komplett meine Energie aus mir raus und ich habe Kopfschmerzen, Halsschmerzen. Es ist einfach eine dauerhafte Katastrophe. Wir sind noch bei meiner Freundin, aber ich denke, wir fahren heute Abend zurück nach Berlin. Ich muss diese Woche so viel organisieren. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. ich habe Mittwoch ein wichtiges Event, zu dem ich hingehen muss und bisher noch keinen, der auf die Kleine aufpasst. Und ich habe am Freitag einen wichtigen Termin in Hamburg und am Samstag ein Meeting in Hamburg. Und dort habe ich auch immer noch keinen Babysitter für die Kleine. Das heißt, ich muss mir irgendwas überlegen, ich muss irgendwie kreativ werden. Ansonsten werde ich gleich mit der Kleinen duschen gehen und mich fertig machen für den heutigen Tag. Auch wenn ich überhaupt keine Energie habe und keine Motivation, weiß ich, dass da kein Weg dran vorbeigeht. Denn genau an solchen Tagen, wo du dich einfach nicht gut fühlst und wo dein Kopf platzt vor Gedanken, genau an den Tagen musst du dich aufraffen und rausgehen. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Denn anders geht's nicht. Draußen fliegen die Pollen. Andere Liga. Sieht euer Koffer auch immer so nach 2-3 Tagen einfach so aus? Alles vorher komplett zusammengelegt gewesen, jetzt Katastrophe. Der kommt nicht mit. So Leute, wir müssen uns richtig beeilen, weil ich bin ja jetzt gerade hier in Braunschweig und mein Bruder geht natürlich hier noch zur Schule. Und ich wollte ihn überraschen und von der Schule abholen. Aber ich bin ein bisschen spät dran, ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ey, hier einmal einen Laden in Braunschweig, der heißt Coco Guys und den probieren wir jetzt aus. Ich bin gespannt. Also, wir suchen gerade für mein Event morgen ein Outfit. Aber Braunschweig ist nicht die Stadt zum Shoppen, ja? Gefahren und jetzt sind wir spontan noch zu meiner Freundin gefahren und chillen jetzt hier im Garten. Wird sie hier direkt am Morgen hier mit mir puzzeln oder was? Es ist Dienstag. Jetzt sind wir gerade in Berlin angekommen, haben uns heute Morgen auf den Weg gemacht und gehen jetzt in eine Kleinigkeit einkaufen und dann holen wir Vanessa von der Arbeit ab. Surprise, surprise. Mal sehen, wie sich der heutige Tag doch so ergibt. Ich bin auf jeden Fall richtig müde und habe kaum Energie. Vanessa ist da! Die Leute sind gerade in so einem typischen Berliner Restaurant. Das heißt Schwarzes Café. Sieht auf jeden Fall hier sehr special aus. Kelani hat gesagt, warum sieht das hier so gruselig aus, wie man sehen kann. Also typisch Berlin einfach. Und hier gibt es super, 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 super leckeres Essen. Das sind Trüffel-Gnocchi mit Ziegenkäse gefüllt. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ich bin fix und fertig, Leute. Es ist 19 Uhr und ich fühle mich, als ob es irgendwie 1 Uhr nachts ist. Ich bin so kaputt. Sorry. Ach, Katastrophe. So, wir sind jetzt hier gerade bei Million Dollar Smile.
Ich will mir jetzt ein paar Glitzersteine hier auf meine Zähne machen. Ich bin voll gespannt. Ich hatte das schon mal oder ich habe das schon einmal hier gemacht. Und es hat so gut gehalten, dass ich deswegen nochmal hergekommen bin und das jetzt auch nochmal machen will. Ich bin gespannt. Kelani, sag mal, Gnocchi al Salmone. Kelani hat gerade einige Gespräche. Warum machst du zwei Eis? Hä? Also Kelani hat gerade geschafft, einfach ein Eis gratis zu bekommen. Hä? Wie hast du das geschafft? Wir gehen jetzt auf den Spielplatz. Kelani ist wirklich das tollste Kind, was man sich vorstellen kann. Sie ist in so jungen Jahren so unglaublich selbstständig. Sie ist so offen, geht immer auf Kinder zu und letztens hat sie sich getraut, alleine einen Lolli kaufen zu gehen. Ich habe ihr Geld gegeben und dann ist sie in den Laden gegangen und hat sich alleine einen Lolli gekauft. Und ich glaube, das sind so diese kleinen Sachen, die für eine Mutter einfach so bedeutend sind. Ich bin einfach so stolz auf sie. Auch wenn wir so viele harte Zeiten haben und auch immer noch harte Zeiten haben. Sie ist einfach toll. Heute ist Mittwoch und heute ist mein Event. Ihr fragt euch bestimmt, wie ich die ganzen Events jetzt organisiert habe letztendlich. Heute ist ja das Steve Madden Event und die Mama von Vanessa passt auf Kelani für 2-3 Stunden auf. Ja, und am Freitag fahren wir ja nach Hamburg und dort habe ich niemanden gefunden, der auf die Kleine aufpasst. Habe aber jetzt klären können, dass ich sie mitnehmen kann. Die Kinder gucken mich hier an, denken, ja, was redet ihr mit ihrem Handy? Ich bin gerade so krank im Stress, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir mussten uns binnen einer Stunde ein Outfit raussuchen, schminken, fertig machen, die Kleine fertig machen, weil wir die Kleine jetzt wegbringen mussten. Und zwar zu Vanessas Mama. Wir fahren jetzt zum Steve Madden Event, sind danach noch auf einem anderen Event eingeladen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen in 3 Stunden, weil wir in 3 Stunden die Kleine wieder abholen müssen. Ich dachte, dass ich ein geiles Outfit finde oder irgendwas Kreatives. Letztendlich ist es dann einfach ein weißes Kleid geworden, was ich 8 Milliarden mal schon anhatte. Einfach einen richtigen Stress. Wir fahren da jetzt ganz schnell hin, wir sind zu spät, 1/2 Stunde. Alles Katastrophe. Schlafenszeit. Ja, ich weiß. Wir haben die Kleine gerade abgeholt bei Vanessas Mama. Und wir gehen jetzt alle schlafen. Ja. Gestern war noch alles perfekt und heute ist die kleine Maus krank. Heute Nacht hat es angefangen. Die arme Vanessa hat kaum geschlafen. Weil Kelani die ganze Nacht wach war. Aber ja. Mal schauen. Geht's dir besser schon? Ja. Oh, mein Schuh. Oh, noch ein Pärchen gefunden. Klasse. Wer als erstes zu dieser Socke die zweite Socke gefunden hat, hat gewonnen. Okay.
Du! Guten Morgen, Menschen. Es ist Freitag und wir sind schon sehr, sehr lange wach, Kelani und ich. Wir sind heute schon um 6.30 Uhr aufgestanden und haben uns dann fertig gemacht. Dann haben wir Vanessa zur Arbeit gefahren. Jetzt gehen wir schnell einkaufen und dann geht's für uns nach. Wohin fahren wir? Hamburg. Wir haben uns wieder fit. Gestern schon durch die Gegend gelaufen. Mama, ich will eigentlich Döner haben. Und ja, jetzt gehen wir noch schnell ein paar Sachen für den Weg kaufen. Mama, ich will eigentlich Döner haben. Mama, ich will. Jetzt gehen wir nur ein paar Sachen noch für den Weg kaufen und dann geht's los. Ja, es ist ein Decke da. Könnt ihr ohne Kaffee am Morgen auch euren Tag nicht starten? Ich bin richtig addicted geworden. Wenn ich einen Tag lang keinen Kaffee trinke, dann fehlt mir was. Wir holen jetzt einen guten Freund noch ab, der muss nämlich auch nach Hamburg. Deswegen hat sich das angeboten, meine Haare stehen alle Himmelsrichtungen ab. Dann fahren wir alle zusammen nach Hamburg. Schnell wieder Blitz. Okay. So, wir sind jetzt in Hamburg angekommen und wir checken jetzt schnell ins Hotel ein. Und dann. Hallo Leute! Dann geht's los. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt wieder im Hotel. Dieser Workshop ging 4 Stunden und Kelani hat super, super gut durchgehalten. Wir gehen jetzt in einer Stunde noch alle zusammen essen. Und wir gehen dann heute Abend noch so feiern. Aber ich bin da ja raus. Wegen Kind! Aufregender Tag, oder? So eine Spinnerin. Sag mal gute Nacht. Gute Nacht, Leute. Und was machst du da? Ich esse die Pizza und mach das ab. Es ist 10 Uhr morgens. So, ich habe mich jetzt ganz schnell geschminkt, 5 Minuten. Ich bin fix und fertig. Dieses Heuschnupfen nimmt mich auseinander. Ich fühle mich einfach so dauerhaft krank. It is what it is. Und jetzt treffen wir uns mit der lieben Amelie von Fliki. Ich freue mich unnormal darauf. Ich habe sie schon so lange gesehen. Habe es aber nicht hinbekommen, nach Hamburg zu kommen. Und dann dachte ich, das passt sich doch perfekt, dass man sich jetzt treffen kann, ein bisschen quatschen kann. Ich liebe es, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die einfach menschlich mies korrekt sind. Für mich der Optimalfall einer Arbeit, wenn man sich menschlich richtig gut versteht. Und dann einfach zusammen kreative, geile Sachen machen kann. Und die Crew von 360, mega Leute. Ich habe mich gestern wirklich mit allen sehr, sehr gut verstanden. Und Amelie von Fliki ist mir auch so ans Herz gewachsen. Ich arbeite mit denen schon länger jetzt zusammen. Man sollte wirklich mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen es einfach Spaß macht, zusammenzuarbeiten, mit denen es einfach ein Vibe ist. Und ich finde, man sieht einfach auf jeder Kampagne, auf jedem Foto, auf jedem Video, ob da wirklich ein Vibe da ist, ob das wirklich nice ist, das Produkt, oder eben nicht. Es ist das Allerwichtigste, authentisch zu bleiben, real zu bleiben, und dazu gehört halt eben auch, Brands abzusagen, mit denen du nicht zusammenarbeiten willst, weil es auch einfach vielleicht manchmal menschlich nicht klappt. Aber ich habe tolle Brands. Ich habe tolle Brands an meiner Seite, ich habe tolle Leute an meiner Seite, mit denen ich einfach richtig coole Sachen machen will, und es macht mir einfach richtig Spaß. So Leute, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir in Hamburg bleiben, weil es mir einfach nicht so gut geht und ich mir die Fahrt einfach sparen will. Deswegen haben wir jetzt ein Hotel gebucht und checken jetzt gerade ein. Was geht, Leute? Ich habe Flavia geschrieben, ich meinte, was geht. Sie meinte zu mir, ihr ging es heute leider nicht so gut. Sie haben mir auch eben gerade erzählt, dass sie euch schon abgedatet hat. Ich meinte, lass ein Miles holen, lass einfach ein bisschen rumfahren in Hamburg, lass Musik hören. Ja, sag hallo. Hi. Und deswegen fahren wir ein bisschen rum, hören Musik, ja, rechts. Hören Musik, komplett rechts, da hoch, da hoch, da hoch. Okay. Und ja,
chillen. Hamburg ist sehr, sehr schön. Jetzt gerade ist der Sonnenuntergang. Aber Hamburg ist für mich die schönste Stadt in Deutschland. Mama, guck mal. Deutschland ist nicht mein Film. Am Muttertag sagt man Danke zu seiner Mama, dass sie da ist und dass sie immer sich um die kleinen Kinder kümmert. Auch wenn ich in diesem Vlog oft gelacht habe und es so aussah, dass alles nice ist und so, habe ich auch viele Sachen einfach nicht gefilmt. Diese Woche ging es mir nicht so gut. Nicht nur, weil ich Heuschnupfen habe, einfach auch, weil ich mit vielen Sachen zu kämpfen habe momentan, die in meinem Kopf rumschwören. Deswegen bin ich nicht so in meiner Höchstform. Mir geht es auf jeden Fall mental nicht so gut. Aber das wird schon wieder, oder, Leute? Morgen ist Montag und wir fliegen morgen weg. Diese Woche ist was sehr, sehr Großes geplant. Ich kann mich irgendwie gar nicht so richtig darauf freuen, was sehr schade ist. Weil es ein Traum ist, den ich mir schon sehr, sehr lange erfüllen wollte. Aber irgendwie ist alles gerade so grau. Und ja, gehen jetzt gleich noch ein bisschen an der Alster spazieren, was essen. Und dann geht's für uns auch wieder zurück nach Berlin. In dem Sinne verabschiede ich mich. Vergiss auf jeden Fall nicht zu kommentieren, zu liken und mir zu folgen für weitere ziemlich reale Vlogs. Manchmal mit besserer Laune, manchmal mit schlechterer. Aber wir wollen ja, dass das alles hier echt bleibt. Das ist die Hauptsache und ja, haut rein. Yeah, 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 yeah.